So ist es. Also, wir haben den echten Vertrag zugunsten Dritter, wo wir den Gläubiger haben, der Dritte aber auch fordern darf, Frage 1. Wir haben auch den unechten Vertrag zugunsten Dritter, wo der Dritte kein Recht zu fordern erwirbt, aber, und das sehen wir hier bei dieser Antwort, der Schuldner darf an den Dritten leisten. Welche Vorschrift zur Erfüllung sagt, dass der Gläubiger auch vereinbaren kann, dass man an jemand anderen als an ihn erfüllen kann? Ja? So ist es. Paragraph 362 Absatz 2 in Verbindung mit 185 Absatz 1 sagt, ich kann als Gläubiger schon vorab sagen, man kann nicht nur an mich erfüllen, sondern man kann stattdessen auch an den X erfüllen. Und das ist der Fall bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter. Das Entscheidende nochmal, der Dritte kann nicht auf die Leistung an sich klagen, der Gläubiger kann hingegen immer klagen und der Unterschied ist nur, der Schuldner darf erfüllen an den Dritten und wird dadurch befreit, auch wenn der Gläubiger da gar nicht mehr dran gedacht hat. Ja, gucken wir weiter zu dieser Frage. Was sagen Sie dazu? Ja, schauen wir mal. Der Dritte kann bei einem echten Vertrag zugunsten Dritter den Rücktritt erklären. Das ist durchgestrichen, also stimmt das nicht. Warum stimmt das nicht? Wer kann den Rücktritt erklären? Bei einem normalen Vertrag. Fangen wir damit mal an. Ja? So ist es. Zurücktreten können nur die Vertragsparteien, das heißt der Gläubiger, theoretisch auch der Schuldner wegen 324 BGB. Der Dritte ist aber gar nicht Vertragspartei, das heißt der Dritte kann den Vertrag nicht verändern. Der hat die Chance, sein Leistungsrecht abzulehnen nach 333, aber er hat kein Recht, den Vertrag zu verändern. Alles, was den Vertrag verändern würde, darf nur der Gläubiger, das heißt hier der Versprechensempfänger. Der Dritte kann den Vertrag nicht verändern, er muss ihn so nehmen, wie er kommt. Dann aber, der Gläubiger gerät in Annahmeverzug, wenn der Dritte die Leistung entgegen 293 folgende nicht annimmt. Warum stimmt das? Ja. Ja. Ja, wir können das viel einfacher machen. Wenn wir uns 294 angucken, dann steht da, die Leistung muss dem Gläubiger, so wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten werden.
Nun haben wir aber hier keinen Fall von 362 Absatz 1, dass die Leistung überhaupt dem Gläubiger anzubieten ist, sondern wir sind hier bei 362 Absatz 2, das heißt, die Leistung ist dem Dritten anzubieten. Das heißt, geschuldet war die Anbietung einem Dritten und in dem Moment, wo dem Dritten angeboten wird und der nicht annimmt, das heißt, keine Erfüllung eintritt, muss nach 294 der Annahmeverzug eintreten. Geschuldet ist nicht die Anbietung an den Gläubiger persönlich, sondern an einen von ihm benannten Dritten und damit gerät der Gläubiger in Annahmeverzug. Der Dritte kann nicht in Annahmeverzug geraten, weil der Dritte nicht Vertragspartei ist. Nur die Beteiligten des Schuldverhältnisses können in Annahmeverzug geraten. Das heißt, der Dritte kann nicht in Annahmeverzug geraten, der Dritte ist einfach nur Dritter. Ja, den Dritten können Rücksichtnahmepflichten gegenüber dem Schuldner treffen. Dass das möglich ist, entnimmt man 311 Absatz 3, der nämlich sagt, Rücksichtnahmepflichten können auch zu Personen entstehen, die nicht Partei des Vertrages werden sollen. Das heißt, auch hier für unseren Dritten im Vertrag zugunsten Dritter. Und die letzte Aussage, jeder Dritte, der mit der Leistung aus einem Vertrag in Berührung kommt, erhält Ansprüche aus 280 Absatz 1 gegen den Schuldner. Was haben wir gelernt? Wann kriege ich Ansprüche gegen den Schuldner aus einem fremden Vertrag? Unabhängig jetzt von 328. Das haben wir ganz am Ende der letzten Stunde gemacht. Wann erhalte ich Ansprüche aus 280 ein? Wenn jemand anderes böse ist. Ja, bei Schuldverhältnissen mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Und reicht es für das Schuldverhältnis mit Schutzwirkung für Dritte, dass sie mit der Leistung in Berührung kommen? Stellen Sie sich vor, Sie gehen an einer Baustelle vorbei, der Bauarbeiter hat einen Werkvertrag, das Haus zu bauen und Ihnen fällt ein Ziegel auf den Kopf. Frage, kommen Sie mit der Leistung in Berührung? Ja, denn Ihnen fällt ein Ziegel auf den Kopf. Frage, haben Sie Ansprüche aus 280 Absatz 1? Nein, weil eine Leistungsnähe. Ja, in der Tat, es werden nur Personen einbezogen, die eine besondere Gläubigernähe haben, die über das normale Soziale hinausgeht. Man muss eine engere Bindung haben als der Durchschnitt und man muss eine Leistungsnähe haben, die darin besteht, dass man mit der Leistung genauso wie der Gläubiger in Berührung kommt. Das muss auch noch erkennbar sein, ansonsten gibt es keine Ansprüche aus 280. Um das noch ein bisschen zu vertiefen, habe ich noch diese Folie gemacht. Schauen Sie sich das mal an. Ja, schauen wir mal. Ein Schuldverhältnis setzt ein weiteres Schuldverhältnis voraus. Warum keinen Vertrag übrigens? Der Kollege hat eben gesagt, Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Warum setzt das keinen Vertrag voraus? Ja? Ja, weil die Fälle des 311 Absatz 2 BGB ausreichen. Das heißt, es reicht auch eine Vertragsanbahnung, Vertragsverhandlungen oder ähnliche geschäftliche Kontakte. In all diesen Fällen können Sie einbezogen werden. Das heißt, Sie haben immer drei Personen. Sie haben einen Gläubiger, Sie haben einen Schuldner und Sie haben ein Opfer. Das Opfer wird geschädigt vom Schuldner. Dann ist die Frage, gibt es ein wirksames Schuldverhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner, in das das Opfer einbezogen werden kann? Das Opfer ist der Dritte. Nächste Frage. Ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist ein Schuldverhältnis im Sinne von 280. 1. Ja, das haben wir gesehen und damit ist auch die nächste Aussage, die letzte Aussage widerlegt. Das ist keine Anspruchsgrundlage. Sie können nicht sagen, ein Anspruch aus einem Vertrag zugunsten Dritter oder aus einem Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte oder ein Anspruch
aus einem Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, sondern der Anspruch ergibt sich immer aus 280 Absatz 1. Die prüfen alle Voraussetzungen, die wir hatten. Das heißt Schuldverhältnis, Gläubigernähe, Leistungsnähe, Erkennbarkeit und Schutzbedürftigkeit unter der Überschrift Schuldverhältnis. Das ist keine eigene Anspruchsgrundlage, das ist die Voraussetzung Schuldverhältnis, die dadurch konkretisiert wird. Ja, ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter begründet ausschließlich Rücksichtnahmepflichten. Das ist der Unterschied zum Vertrag zugunsten Dritter. Der Vertrag zugunsten Dritter begründet eine Leistungspflicht zugunsten des Dritten. Hier wird nur eine Rücksichtnahmepflicht zugunsten des Dritten begründet. Der Dritte muss also geschützt werden. So, ich habe da zum Abschluss dieses Kapitels noch einen kleinen Fall für Sie. Und zwar geht es da um einen Grundstückskauf. Der V und der K sind sich einig über den Kauf eines Grundstücks. Allerdings möchte der K noch ein Gutachten haben, dass auch alles in Ordnung ist. Und deshalb beauftragt der V, ja, Sie sehen das, V, den Gutachter A, A wie Architekt. Der Architekt kommt und besichtigt alles. Aber der V sagt ihm, geh bitte nicht aufs Dach, weil, ach, da ist gerade so viel Müll, das brauchst du nicht anzugucken, da ist eh alles super. Der Architekt geht daraufhin auch nicht aufs Dach und entdeckt nicht, dass das Dach komplett vergammelt ist. Der V wusste durchaus, dass das Dach irgendwie gammelig ist und deshalb hat er ihn auch extra davon ferngehalten. Jetzt steht im Gutachten drin, das Haus ist in einem Top-Zustand. Das Dach ist auch super, alles im besten Zustand. Der K zahlt daraufhin einen extrem hohen Kaufpreis. Es zeigt sich aber, Dachstuhl komplett von Holzwürmern zerfressen, muss komplett ausgetauscht werden. Schaden 100.000 Euro. Jetzt hat K, der Käufer des Grundstücks, einen Anspruch gegen A, den Architekten, auf Schadensersatz. Und was haben wir gelernt? Was könnte hier die Anspruchsgrundlage sein für einen Anspruch auf Schadensersatz? Ja? Ja, Paragraph 280 Absatz 1 BGB, von mir aus in Verbindung mit 311 Absatz 3. Wir können aber auch hier in Verbindung mit dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter machen. Was brauchen wir dafür für einen Anspruch 280.1? Immer, ist immer das Gleiche. Ja? Ein Schuldverhältnis. Und hier kommen jetzt in der Tat zwei Varianten in Betracht, nämlich entweder der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter oder eine Anwendung von 311 Absatz 3 Satz 2. Wenn jemand besonderes persönliches Vertrauen in Anspruch nimmt, dann haftet er auch gegenüber den Vertragsparteien. Der BGH sagt, bevor wir 311 Absatz 3 Satz 2 prüfen, müssen wir immer zuerst den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter prüfen, weil der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter beruht auf dem Willen der Parteien. Denn hier wird unterstellt, dass der V den K mitschützen wollte. Und Vereinbarungen haben immer Vorrang vor gesetzlichen Pflichten. Das folgt aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz. Wenn nicht höherrangige Belange entgegenstehen, kann man sich über alles einigen. Das ist verfassungsrechtlich vorgegeben. Also müssen wir jetzt hier prüfen, ein Schuldverhältnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Und was brauchen wir für ein solches Schuldverhältnis? Als erste Voraussetzung. Schuldverhältnis mit Schutzwirkung, was ist die erste Voraussetzung, die wir brauchen? Ein Schuldverhältnis, an das wir anknüpfen können. Und zwischen wem könnte ein solches Schuldverhältnis, an das wir anknüpfen können, bestehen? Ja? Zwischen V und A im Auftrag, das Gutachten zu erstellen. Ja, zwischen V und A, indem V den A beauftragt hat, ein Wertgutachten zu stellen, das ist ein Werkvertrag. Das heißt, der Werkvertrag zwischen V und A könnte das Schuldverhältnis sein, an das wir hier anknüpfen. Was brauchen wir als zweite Voraussetzung, indem wir ein Schuldverhältnis haben? Ja?
Wir brauchen Leistungsnähe. Was heißt denn Leistungsnähe? Ja? Das ist der Dritte genauso gefährdet ist der Gläubiger und der Eintritt des Schadens nur vom Zufall abhängt. Ach, an dem Zufall ist nicht entscheidend, aber gut, ja. In der Tat, der Dritte muss genauso gefährdet sein wie der Gläubiger. Ist der Dritte, also unser K, hier genauso gefährdet wie unser V von dem Gutachten des A? Ja? Der V wusste ja, dass das Gutachten zumindest Fehler aufweisen würde, der A nicht. Also war der V nicht so gefährdet, dass das Gutachten falsch ist. Ja, in der Tat, der V war gar nicht gefährdet, denn der V hat ja immerhin selber schon gewusst, dass das Haus mangelhaft ist. Das heißt, ihm interessiert das gar nicht. Er hat kein Interesse daran. Ja? Ja, die Kollegin sagt, dann ist der Dritte ja erst rechtsschutzbedürftig, weil der Dritte ist doch hier ein armer Tropf, der soll über den Tisch gezogen werden. In der Tat sagt man hier, natürlich hat der V auch ein Interesse an dem Gutachten, denn er will das Haus ja verkaufen. Und wenn das Gutachten zu niedrig ausfallen würde, würde er sich richtig darüber ärgern. Es ist reiner Zufall gewesen, dass hier sozusagen der Wert zu hoch festgesetzt worden ist, weil der Dachstuhl nicht besichtigt worden ist. Das heißt, beide Parteien haben eigentlich ein Interesse an der gründlichen Besichtigung und diese Besichtigung und Überprüfung ist damit für V und K in gleicher Weise relevant. Da kommen wir also noch irgendwie raus, aber dann kommen wir zur nächsten Voraussetzung. Was ist die nächste Voraussetzung? Ja? Eine gewisse Gläubigernähe vorliegen, das heißt, der K müsste zum V in einem besonderen Näheverhältnis stehen. Ja, es müsste eine Gläubigernähe vorliegen, das heißt, es muss irgendwas zwischen V und K sein, wodurch der K besonders schutzbedürftig wird. Was sagen Sie dazu? Also Familie gehört da nicht. Ist der K zu V in einer besonderen Nähebeziehung? Ja? Also von der Familie her nicht, noch beste Freunde scheint sie nicht zu sein, aber Schuldverhältnis sagt ja immer auch aus, dass eine gewisse Nähebeziehung zwischen den Parteien besteht und dieses Verhältnis muss sogar notariell beurkundet werden an der Stelle. Das ist also ein sehr besonderes Schuldverhältnis, dass beide Parteien sehr in ihren Lebensbereich, in ihre Lebensplanung reinlässt. So könnte man hier schon sagen, dass das besonders ist, das Verhältnis. Ja, in der Tat. Hier wird der A gerade mittelbar im Hinblick auf diesen Kaufvertrag tätig. Der Kaufvertrag verbindet V und K in einer Weise, die keinen anderen Menschen auf der Welt so verbindet. Also V hat nur zu dem K diesen Kaufvertrag. Das heißt, durch die enge Beziehung zwischen dem Kaufvertrag und dem Gutachten liegt hier auch die Gläubigernähe vor. Dann brauchen wir noch was als nächste Voraussetzung? Jetzt haben wir Schuldverhältnis, Leistungsnähe, Gläubigernähe, Erkennbarkeit. Wer muss hier was erkennen? Ja? Ja? Mhm. Ja, in der Tat, wenn jemand ein Gutachten über ein Haus erstellen soll, wo der Wert ermittelt wird, ist es ganz offensichtlich, dass das der Eigentümer nicht zum Spaß macht, sondern das verkaufen will und damit, dass das Gutachten gerade auch den Verkäufer vor einem zu niedrigen Preis, aber auch den Käufer vor einem zu hohen Preis schützen soll, dass damit auch der Käufer einbezogen werden soll, ist also offensichtlich. Haben wir noch eine Voraussetzung? Fünfte Voraussetzung? Ja? Ja, Schutzbedürftigkeit, dass kein anderer vertraglicher Anspruch besteht. Was sagen Sie dazu? Ja? Also,
Aus dem Gutachtenvertrag hat der K. keinen Anspruch. Aber woraus könnte der K. möglicherweise einen Anspruch haben? Ja. Man könnte auch an Gewährleistungsrechte denken. Allerdings hat er hier ausdrücklich die Gewährleistungsrechte ausgeschlossen. Ja, man könnte an Gewährleistungsrechte denken, an dem Motto, der muss den Kaufpreis mindern oder das Dach reparieren. Frage, kann man so einfach die Gewährleistung ausschließen? Was sagen Sie da aus Ihrer Lebenserfahrung? Geht das? Gucken wir mal ins Gesetz und gucken wir mal ins Kaufrecht. Und wenn Sie da gucken, sehen Sie eine Regelung in 444, ja, eben hatten wir 333, jetzt kommt 444, 444. Diese Regelung regelt einen Haftungsausschluss. Haftungsausschluss meint den Ausschluss der Gewährleistung. Und was sagt Ihnen diese Regelung zu Gewährleistungsausschlüssen? Ja? Grundsätzlich kann man zwar Gewährleistung ausschließen, aber nicht, wenn man den Mangel arglistig verschwiegen hat. Und hier wusste der V, dass der Dachstuhl mangelhaft ist und hat das sowohl gegenüber dem A als auch gegenüber dem K verschwiegen. In der Weise könnte man sagen, es ist durchaus arglistig, also kann sich darauf hier nicht berufen. Ja, in der Tat, hier hat der V dem K gegenüber arglistig verschwiegen, dass der Dachstuhl mangelhaft ist. Also kann er sich insoweit nicht auf den Gewährleistungsausschluss berufen und muss sich so behandeln lassen, als gäbe es den nicht. Das heißt, er muss dann reparieren und Ähnliches. Damit besteht eigentlich ein eigener vertraglicher Anspruch des K gegen V und man würde sagen, dann braucht er ja keinen A mehr, der haftet. Trotzdem sagt der BGH, in diesem Fall soll der A haften, mit der schlichten Überlegung, der A hat vielleicht mehr Geld, das heißt, je mehr Leute haften, desto besser und deshalb soll hier auch der A dafür möglicherweise haften. Gut, das haben wir jetzt, aber jetzt kommt der A und er hat nämlich einen Einwand und er verweist hier auf Paragraph 334 BGB. Den haben wir letzte Woche uns angesehen. 334, Sie erinnern sich düster. Und 334 sagt uns, alle Einwendungen, die der A dem V entgegenhalten könnte, kann er auch dem K entgegenhalten. Was würde der A sagen, wenn der V ihn auf Schadensersatz in Anspruch nimmt wegen des schlechten Gutachtens? Was würden Sie an seiner Stelle sagen? Also V würde sagen, wie kommst du dazu? Der Dachstuhl ist doch völlig wurmstichig, da steht in deinem Gutachten nicht drin, das Gutachten ist völlig unbrauchbar, ich will mein Geld zurück. Was würden Sie anstelle des A sagen? Ja, du bist doch selber schuld, du hast mich nicht auf den Dachboden gelassen. Ja, Sie würden sagen, das bist du doch selber schuld, du hast mich nicht da reingelassen, was kann ich denn dafür? Ich habe mich auf dein Wort verlassen, du bist hier der Lügner. Jetzt die Frage, worauf stützen Sie denn so einen Einwand an dem Motto, du bist doch das Schwein und ich kann doch gar nichts dafür? Ich bin's nicht schuld, du bist es schuld. Ja? Ja? Ja, das könnte hier ein Fall widersprüchlichen Verhaltens sein, was nach 242 BGB unbeachtlich ist. Das setzt wieder voraus, dass die eine Partei besonders treuwidrig handelt und die andere Partei besonders schutzbedürftig ist. Das heißt, hier müsste unser V besonders treuwidrig handeln und unser A besonders schutzbedürftig sein. Was würden Sie dazu sagen? Ja. Ja.
Ja, also Sie sagen, der A ist nicht schutzbedürftig, denn als Profi hätte er das ganze Haus besichtigen müssen. Und wenn der andere ihn belügt, dann ist das sozusagen nicht entscheidend, weil er hätte ja ohnehin gucken müssen, allein auf das Wort verlassen, dafür brauche ich keinen Sachverständigen. Jetzt versetzen Sie sich in die Lage von dem A. Stellen Sie sich vor, der A würde zu Ihnen kommen, würde Ihnen 10.000 Euro in die Hand drücken und sagen, verteidige mich. Würden Sie das dann auch so sehen? Ich frage das mal nur so. Er kommt jetzt mit einem dicken Geldbündel und sagt, hier, ich gebe Ihnen 10.000 Euro, damit Sie mich dagegen verteidigen. Eine Frage von Korruption hier, könnte man sagen. Also nicht als Richter, sondern er kommt zu Ihnen und sagt, ich beauftrage Sie, hauen Sie mich da raus. Verklag mich doch. Was würden Sie aus seiner Sicht sagen? Ja, das, er würde also sagen, okay, Sie müssen mich nicht überall reinlassen, dann schreibe ich mein Gutachten rein, habe ich nicht gesehen, zum Dachboden kann ich nichts sagen. Frage, wer bezahlt denn den A hier? Wer ist denn sein Auftraggeber? Der Staat? Der K? Für wen macht er das Gutachten denn? Ja, für den V, der möglichst hohen Kaufpreis erzielen möchte. Der V möchte möglichst hohen Kaufpreis erzielen, also wenn der A Angaben macht, die zu gut sind, liegt das im Interesse seines Auftraggebers oder spricht das dagegen? Ja, wenn er das Haus besser schätzt, als es ist, sagt er mit Aufpreis in Höhe, das ist ja genau das, was der V will. Ja, er handelte hier genau im Interesse des V. Das heißt, der V selber könnte nie Schadensansprüche geltend machen, weil der A ja genau das tut, was der V von ihm verlangt. Er schreibt nämlich rein, Dachboden ist völlig in Ordnung. Und wenn jemand das tut, was man ihm verlangt, kann er damit keine Pflicht verletzen. Ja, damit könnte also V keinen Anspruch gegen A geltend machen wegen des schlechten Gutachtens. Frage, gilt das dann nach 334 BGB auch für den K? Also muss der K sich auch entgegenhalten lassen? Ja. Mein Vertragspartner wollte das so und ich kann nicht gezwungen sein, gegen den Willen meines Vertragspartners zu handeln. Das ist das gute Argument. Sehen Sie das? Der Auftraggeber wollte es so und ich kann nicht gegen den Willen des Auftraggebers handeln, weil ich muss ja das tun, wofür ich bezahlt bin. Und das ist, dessen Willen zu erfüllen. Das liegt im Interesse des K, aber bezahlt der K den A? Ist der A der Vertragspartner? Stellen Sie sich vor, Sie sind Anwalt, dann müssen Sie auch die Interessen des Gegners vertreten. Wenn Sie sehen, der Anspruch ist verjährt und der andere sagt das nicht, dann müssen Sie dem nicht sagen, ich weise darauf hin, der Anspruch ist verjährt, Sie müssen nicht zahlen. Sie vertreten nur die Interessen desjenigen, der Sie beauftragt grundsätzlich. Frage, ist das in diesem Fall auch so? Können wir einfach sagen, der muss nicht die Interessen vom Gegner vertreten, sondern nur die Interessen seines Auftraggebers. So wie der Anwalt, der quasi auf Kosten der Allgemeinheit jeden Anspruch durchsetzt. Wir sind ja beim Vertragsgrundbesitzer und das haben wir gesagt, das ist ja grundsätzlich okay, weil das wäre jetzt zu Lasten des Drittkommens. Ich würde sagen, das geht jetzt wiederum nicht, dass wir einen Dritten sozusagen schädigen. Ist das ein Vertrag zu Lasten Dritter? Was würden Sie sagen? Was würde passieren, wenn dieser Vertrag gar nicht geschlossen würde? Wie würde der K dann dastehen? Ja, der Vertrag ist sozusagen eine reine Stütze für den K, dass der Preis, der vorher vereinbart ist, wirklich angemessen ist. Das heißt, ohne den Vertrag würde der K auch nicht besser dastehen. Im Gegenteil, er wäre genauso unsicher. Das heißt, dieses Argument, dass es zu Lasten des K wirkt, das geht ins Leere, denn der K hätte ja sonst gar kein Gutachten gehabt. Ein schlechtes Gutachten ist vielleicht genauso viel oder wenig wert wie gar kein Gutachten. Da kann man halt raten. Ja? Ja. Der A deshalb auch die Interessen von diesem vertreten muss.
Ja, also der Kollege sagt, der A ist Gutachter und als Gutachter erwarten wir von ihm, dass er ein neutrales Gutachten erstellt und nicht nur als Interesse eines Auftraggebers. Es gibt ein ganz triviales Argument dafür. Der BGH sagt, 334 wird in diesem Fall abbedungen, weil sonst das Gutachten einfach nichts wert wäre. Wenn ich genau wüsste, der schreibt das, was der Verkäufer will, kann ich es auch gleich sein lassen, hat das Gutachten für mich keinen Wert. Das heißt, man muss in diesen Verträgen 334 abbedingen und sagen, ich erstatte das Gutachten nicht nur für den Auftraggeber, sondern auch für dessen Abnehmer, damit das Gutachten überhaupt eine praktische Bedeutung entfalten kann. Ein Gutachten, was nur das wiedergibt, was mein Auftraggeber mir gesagt hat, ist praktisch wertlos. Ja, damit scheidet auch ein Anspruch aus 311 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 aus, denn vertragliche Ansprüche haben Vorrang vor Ansprüchen aus 311 Absatz 3 Satz 2 und damit müssen Sie den auch nicht mehr prüfen. Nochmal zu diesem 311 Absatz 3. Die Norm sagt Ihnen, Rücksichtnahmepflichten können auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Das heißt, wir haben darauf gestützt, den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, weil der Dritte wird nicht Vertragspartei, wird aber trotzdem geschützt. Das Ganze kann aber auch begründen, ein Schuldfeld, wo der Dritte verpflichtet wird. Der typische Fall ist, Sie haben einen sachverständigen Gutachter oder ähnliches, der Ihnen was gesagt hat, der aber nicht im Auftrag einer Partei gehandelt hat, sondern im staatlichen Interesse. Zum Beispiel der Wirtschaftsprüfer, der gesagt hat, der Jahresabschluss des Unternehmens ist in Ordnung, der handelt nicht im Interesse des Auftraggebers, sondern er hat staatliche Pflichten. Das haben wir auch bei anderen staatlich anerkannten Sachverständigen, der TÜV zum Beispiel. Wenn der TÜV Ihnen sagt, das Auto ist in Ordnung, können Sie sich darauf verlassen. Das ist nicht wie wenn Hinz und Kunz das machen. Die zweite Fallgruppe ist der Gebrauchtwagenkauf. Dazu müssen Sie wissen, es gibt zwei Arten, wie Sie Gebrauchtwagen verkaufen können. Die eine Art ist, der Gebrauchtwagenhändler kauft die Autos an und verkauft sie dann weiter. Das hat das Risiko, wenn er das Auto nicht verkauft kriegt, hat er halt ein Auto da stehen, wo er Geld vorausgeben kann, was nicht wert ist. Die andere Variante ist das sogenannte Kommissionsgeschäft. Das funktioniert wie folgt. Sie geben Ihr Auto beim Autohändler ab. Der stellt das auf seinen Parkplatz und macht ein Schild mit einem Preis daran. Wenn jemand kommt und dieses Auto kauft, dann sagt der Gebrauchtwagenhändler, vielen Dank, ich nehme das Geld, hier ist Ihr Auto. Und danach nimmt er das Geld und gibt Ihnen einen entsprechenden Anteil. Das Ganze ist keine Stellvertretung, weil der Gebrauchtwagenhändler nie sagt, dass er jemanden vertritt. Er macht das in eigenem Namen, sagt, ich verkaufe mein Auto. In Wirklichkeit ist es aber Ihr Auto und Sie kriegen das Geld davon. Das nennt sich Kommission oder mittelbare Stellvertretung oder verdeckte Stellvertretung. Anders als bei der Stellvertretung im BGB AT wird schlicht nicht gesagt, wer der Vertragspartner werden soll. Und in diesen Fällen kommt ein Kaufvertrag zustande, bemerkenswerterweise zwischen dem Gebrauchtwagenhändler und dem Käufer, weil nicht offengelegt wird, dass ein dritter Vertragspartner werden soll. Trotzdem, wenn Sie verschwiegen haben, dass das Auto ein Unfallwagen ist, haften Sie auch auf Schadensersatz, weil nämlich Sie das dem Gebrauchtwagenhändler hätten mitteilen müssen und damit sind Sie, obwohl Sie nicht Vertragspartei sind, verantwortlich. Ja? Also nochmal, Fallgruppe 1, staatlich anerkannte Sachverständige. Nicht der irgendwie Sachverständige, wie in unserem Fall eben mit diesem Haussachverständigen, sondern derjenige, der staatlich anerkannt ist. Der wichtige Sachverständige, der Profi, nicht der Architekt vom Lande, nicht der Tierarzt beim Pferdekauf, sondern es muss schon der TÜV sein oder irgendwie der Wirtschaftsprüfer, ganz wichtige Leute. Zweite Fallgruppe, Kommissionsgeschäfte, wo wir sagen, Sie profitieren davon, dass jemand anderes Ihr Auto zu einem hohen Preis verkauft und deshalb sollen Sie auch haften, wenn das Auto schlechter ist als versprochen, obwohl Sie nicht Vertragspartei werden. Das sind die beiden Fälle von 311 Absatz 3.
Merken Sie sich in der Klausur, das kommt so gut wie nie dran. Der Vertrag mit Schutzwirkung kommt extrem oft dran. 311 Absatz 3 unmittelbar kommt so gut wie nie dran. In den letzten 10 Jahren ist das im Examen 2-mal in Klausuren dran gewesen. Und in Zwischenprüfungsklausuren ist es noch nie dran gewesen. Also es spricht viel dafür, dass das nicht dran kommt. Es gibt diese Norm im Gesetz, aber die hat praktisch keine große Bedeutung. Ja? Nicht 180 analog. Ja. Ja. Nein. Also, Sie müssen in der Klausur kein Lehrbuch schreiben und darlegen, wo der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter hergeleitet wird. Es reicht einfach, wenn Sie da irgendeine Herleitung annehmen, entweder aus 311 Absatz 3 Satz 1 oder aus 328 oder aus ergänzender Vertragserlegung. Das sieht aber kein Menschen. Sie schreiben kein Lehrbuch. Versuchen Sie, den Fall zu lösen und im Idealfall, indem Sie das Gesetz anwenden, indem Sie irgendeinen Paragraphen finden, der auch im Ansatz passt. So, jetzt kommen wir zu 280 BGB. Wie gesagt, ganz wichtig, wir wissen, Schadensersatz hat 2 Funktionen. Die erste ist die Erziehungsfunktion. Sie kennen das, wenn man Menschen bestraft, dann machen die es möglicherweise nicht nochmal. Die Strafrechtler würden das nennen Spezialprävention. Der konkrete Täter soll abgeschreckt werden. Sie kennen auch das andere Phänomen, auch das wäre toll im Strafrecht. Jeder, der weiß, oh, wieder eine Millionenzahlung, der macht vielleicht dasselbe nicht nach. Also wenn Sie zum Beispiel gesehen haben, VW, großer Skandal, wenn Sie jetzt Autohersteller sind, sagen Sie, ich mache es vielleicht nicht. Das nennt man Generalprävention, es schreckt also auch die anderen ab. Dann gibt es noch die positive Generalprävention. Sie haben alle ein gutes Gefühl, wenn VW Schadensersatz zahlt, denn Sie sagen, unser Recht ist noch was wert, weil VW bluten muss. Die andere Funktion ist die Kompensationsfunktion. Im Idealfall soll Schadensersatz dazu führen, dass Sie genauso stehen, wie Sie ohne Pflichtverletzung stehen würden. Da geht es vor allen Dingen darum, dass das Risiko denjenigen trifft, der es zum günstigsten Preis vermeiden kann, dass derjenige es versichern kann und vor allen Dingen, dass sie ihre Haftungsprobleme berechnen können. Dass sie also nicht bis zur Existenzvernichtung zur Rechenschaft gezogen werden. Schadensersatz haben Sie im ersten Semester schon kennengelernt, nämlich in 179 Absatz 1 BGB. Erinnern Sie sich daran? Voraussetzung: ein Vertragsschluss durch einen Vertreter ohne Vertretungsmacht und ohne Genehmigung. Zweitens, Kenntnis von der fehlenden Vertretungsmacht. Rechtsfolge ist, es wird der Erfüllungsschaden ersetzt, soweit der Geschäftspartner gutgläubig ist. Erinnern Sie sich daran? Dann haben Sie auch gelernt, 179 Absatz 2, das ist ein Unterschied, denn da gibt es keine Kenntnis. Und die Rechtsfolge ist nur der Vertrauensschaden. Also Sie sehen links Erfüllungsschaden, rechts Vertrauensschaden. Dann haben Sie noch kennengelernt 122 BGB, der ebenfalls den Vertrauensschaden ersetzt. Und theoretisch hätten Sie auch kennenlernen müssen den 160 BGB, der sagt, wir haben ein bedingtes Geschäft und wenn ich die Sache in der Schwebezeit beeinträchtige, zum Beispiel, indem ich die Sache fallen lasse, bevor die Bedingung eingetreten ist, dann hafte ich wieder auf den Erfüllungsschaden. Also ich werde so behandelt, als sei die Sache bei Bedingungseintritt noch in Ordnung gewesen. Das haben Sie hoffentlich alles im ersten Semester gelernt. Diese 4 Schadensersatzansprüche. Nächstes Semester lernen Sie dann 823 folgende. 823 folgende setzen voraus die Verletzung eines Rechtsguts, 823.1, oder eines Schutzgesetzes, 823.2. Das ist deutlich enger als das, was wir gleich machen werden. Anknüpfungspunkt für 823.1 ist die Rechtswidrigkeit und man braucht ein Verschulden.
Das sieht ein bisschen aus wie im Strafrecht, wenn Sie es genau angucken. Sie haben oben Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld. Dummerweise sind die Zivilrechtler ein bisschen zurückgeblieben im Verhältnis zu den Strafrechtlern. Die prüfen das, was im Strafrecht geprüft wird, als subjektiver Tatbestand, alles unter Verschulden. Also im Zivilrecht ist Verschulden Vorsatz plus Schuld. Die Zivilrechtler unterscheiden das nicht. Ja? Dem Zivilrecht ist halt einfacher als Strafrecht. Das machen Sie nächstes Semester. Dieses Semester gucken wir uns dagegen 280 an. 280 setzt nicht voraus, dass ein Rechtsgut oder Schuldgesetz verletzt worden ist. Vielmehr setzt es eine besondere Beziehung voraus, und zwar ein Schuldverhältnis. Und es setzt eine Pflichtverletzung voraus. Dafür muss es nicht unbedingt rechtswidrig sein, es reicht, wenn es vertragswidrig ist. Und es setzt kein Verschulden voraus. Derjenige, der in der Klausur schreibt, 280 BGB setzt Verschulden voraus, kriegt Ärger. Weil 280 setzt kein Verschulden voraus. Der setzt Vertreten müssen voraus. Das sehen Sie in 280 Absatz 1 Satz 2, da steht drin, zu vertreten hat. Wo ist der Unterschied? Gucken wir uns gleich an. Rechtsfolge von beiden ist Schadensersatz, da ändert sich also nichts. Wir haben schon über Pflichtverletzungen gesprochen. Wir haben nämlich gesehen, 323 Absatz 1, 324 und 326 Absatz 5, die alle Rücktrittsgründe sind. Rechtsfolge des Rücktritts ist nach 346.1, dass die erbrachte Leistung zurückzugewähren ist. Wir haben weiterhin gesehen, 326 Absatz 4, wenn eine Leistung unmöglich geworden ist, kriege ich die Gegenleistung automatisch zurück, auch wenn ich sie gar nicht beantrage. Das geht automatisch Kraftgesetze. Dann kommt jetzt das große Kapitel 280 Absatz 1 pur, 280 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 in Verbindung mit 286, 280 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 in Verbindung mit 281, dann noch 311a Absatz 2 und was wir hier nicht machen werden, sind 823 folgende. Letzter Punkt, den wir gemacht haben, war 285. Sie erinnern sich ganz düster, das sogenannte stellvertretende Kommodum setzt kein Vertreten müssen voraus und gilt nur bei Unmöglichkeit. Haben wir alles schon gehabt. Ich habe Ihnen gesagt, über 70% aller Klausuren im Examen beschäftigen sich mit 280. Wenn Sie 280 also nicht beherrschen nach diesem Semester, ist das verdammt schlecht. Also eine Sache müssen Sie beherrschen, das ist 280. 280 ist eine einfache Norm, er setzt zunächst voraus ein Schuldverhältnis. Ja? Das müssen Sie nicht auswendig lernen, müssen Sie auch nicht mitschreiben, das steht im Gesetz drin. Zweitens eine Pflichtverletzung, auch das steht im Gesetz drin. Drittens ein Vertreten müssen, auch das steht im Gesetz. Hierzu gibt es eine besondere Regelung zur Beweislast, denn da steht drin, dies gilt nicht, wenn, das heißt, wenn der Sachverhalt ausnahmsweise, was sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, keinerlei Angaben enthält zum Vertreten müssen. Wenn also nichts drinsteht mit, hat nachlässig gehandelt, hat das absichtlich gemacht, dann können Sie sagen, liegt das Vertreten müssen vor. Die Chance, dass der Sachverhalt dazu nichts sagt, geht gegen null. Das heißt, im Normalfall kommt es darauf nicht an. Sie prüfen also, er müsste zu vertreten haben. Zu vertreten hat er nach 276 Absatz 1 mangels abweichender Vereinbarung Vorsatz und Fahrlässigkeit. Hier hat er vorsätzlich gehandelt, also hat er zu vertreten. Dass da irgendwas mit Beweislast ist, interessiert Sie im ersten Examen gar nicht. Das müssen Sie im Referendariat lernen, das haben Sie erst in 3-4 Jahren. Bis dahin können Sie das vergessen. Letzter Punkt, hierdurch entstehender Schaden. Das hat zwei Bestandteile. Zum einen die Kausalität. Kausalität kennen Sie und lieben Sie alle aus dem Strafrecht. Ja, Sie kennen das mit Conditio sine qua non und sowas. Das kommt gleich auch nochmal. Ja, und jetzt kommt das Wichtigste, was die Leute immer übersehen.
Wenn Sie nämlich lesen, hat 280 dummerweise noch zwei weitere Absätze, nämlich Absatz 2 und Absatz 3. Und die sagen Ihnen, und das ist jetzt ganz entscheidend, jetzt passen die genau auf, Schadensersatz wegen Verzögerung kann der Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung verlangen und Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen verlangen. Das bedeutet, wenn einer der beiden Fälle vorliegt, müssen Sie Absatz 2 in Verbindung mit 286 oder Absatz 3 in Verbindung mit 281 folgende prüfen. Das bedeutet auch, und das ist ganz entscheidend, was die meisten übersehen, Sie müssen in der Klausur immer schon hier überlegen, ist das einer der Fälle, die unter Absatz 2 oder Absatz 3 fallen? Wenn das so ist, dürfen Sie nicht 281 pur prüfen. Derselbe Schadensposten kann nur entweder unter Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 fallen. Wenn Sie also einen Anspruch aus 281 prüfen, müssen Sie zumindest im Kopf überlegen, ob es kein Fall von 282 und kein Fall von 283 ist. Das müssen Sie jedes Mal im Kopf nachdenken. Das kostet Mühe, aber das müssen Sie machen. Und wenn das problematisch ist, müssen Sie auch einen Satz dazu schreiben oder zwei. Ganz wichtig, das ist eine negative Voraussetzung, 281 greift nur, wenn nicht Absatz 2 oder Absatz 3 vorliegen. Umgekehrt, wenn Absatz 3 vorliegt, kann nicht gleichzeitig Absatz 2 vorliegen. Wenn Absatz 2 vorliegt, kann nicht gleichzeitig Absatz 3 vorliegen. Warum sage ich Ihnen das? Weil in der Klausur letztes Jahr ungefähr ein Drittel der Leute das nicht begriffen hat. Entweder Absatz 1 oder Absatz 2 oder Absatz 3. Es kann nicht alles drei gleichzeitig vorliegen. Entscheiden Sie sich also für eine der drei Sachen. Und in dem Moment, wo Sie sich für die eine entscheiden, müssen Sie auch erklären, warum nicht die beiden anderen eingreifen. Ich habe das nochmal auf eine eigene Folie geschrieben hier. Schuldverhältnis, Pflichtverletzung, gegebenenfalls zusätzliche Voraussetzungen, vertreten müssen, Schaden. Sie sehen auch hier hinter stehen immer konkretisierende Vorschriften. Was ein Schuldverhältnis ist, ergibt sich aus 311. Absatz 1 sagt, was ein vertragliches Schuldverhältnis ist. Absatz 2 sagt, was ein vertragsähnliches Schuldverhältnis ist. Was eine Pflichtverletzung ist, können Sie 241 entnehmen. Da haben Sie in Absatz 1 Leistungspflichten und in Absatz 2 Rücksichtnahmepflichten. Was vertreten müssen ist, können Sie 276 entnehmen. Da steht drin, der Schuldner hat grundsätzlich Vorsatz und Falsche zu vertreten. Und was ein Schaden ist, können Sie 249 entnehmen. Das heißt, zu jeder dieser Voraussetzungen gibt es konkretisierende Regelungen im BGB. Sie müssen also eigentlich kaum was auswendig wissen, weil alles im Gesetz steht. 280 ist bei weitem nicht so schwer, wie man immer denkt. Fangen wir an mit dem ersten Merkmal, Schuldverhältnis. Was ein Schuldverhältnis ist, ist relativ offensichtlich. Wir haben schon rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse, 311 Absatz 1, kommen zustande durch eine Einigung. Zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Wir haben auch gelernt, es gibt einseitig verpflichtende Verträge, beidseitig verpflichtende Verträge und gegenseitige Verträge. Die beidseitig verpflichtenden Verträge nennt man auch unvollkommen zweiseitig. Warum sind die nicht vollkommen zweiseitig bzw. gegenseitig? Ja, die Leistungen werden nicht Zug um Zug ausgetauscht, sondern die sind unabhängig voneinander. Der Entleiher muss nicht zeitgleich zurückgeben mit dem Moment, wo er die Sache bekommt, sondern er kann sie zurückgeben in dem Moment, wo gekündigt worden ist oder ähnliches. Die Pflichten fallen also auseinander. Wir haben gesprochen über rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse, geregelt in 311 Absatz 2. Die begründen nur Rücksichtnahmepflichten. Haben wir auch gesehen und wir haben eben noch geguckt, 311 Absatz 3 und den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. Wir haben gesehen, in all diesen Fällen entstehen Rücksichtnahmepflichten nach 241 Absatz 2 BGB. Gesetzliche Schuldverhältnisse müssen Sie für diese Klausur nicht kennen. Die kommen erst nächstes Semester. Zudem ist es so, dass die meisten gesetzlichen Schuldverhältnisse Sonderregeln enthalten, die gegenüber 280 vorrangig sind. Das heißt, da müssen Sie 280 dummerweise nicht prüfen.
Das kommt aber erst nächstes Semester, deshalb können wir das ignorieren. 311.1 sagt, ein Vertrag kommt zustande, ein Schuldverhältnis kommt zustande durch einen Vertrag, dann müssen die 145 folgende prüfen. Was für ein Vertrag das ist, müssen Sie nur dann diskutieren, wenn es darauf ankommt. Wenn Sie sagen wollen, hier geht es um die und die Pflicht. Ansonsten können Sie einfach sagen, es ist ein Vertrag zustande gekommen. Was das konkret für ein Vertrag ist, kann Ihnen relativ egal sein. Hauptsache, Sie wissen, es liegt ein Schuldverhältnis vor. Damit haben Sie dieses Merkmal abgehakt. Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse, 311 Absatz 2. Vertragsverhandlungen, Vertragsanbahnung und ähnliche geschäftliche Kontakte. Was waren nochmal der Unterschied zwischen Vertragsverhandlungen und Vertragsanbahnung? Alles Wiederholung jetzt. Ja? Ja? Und bei der Anbahnung? Ja. In der Tat, Vertragsverhandlungen heißt der Austausch von Meinungen über den Leistungsgegenstand. Das heißt, die Parteien müssen sich irgendwie unterhalten. Das kann mündlich, aber auch per E-Mail erfolgen. Während die Vertragsanbahnung eher räumlich zu verstehen ist, das heißt in dem Moment, wo der Käufer das Geschäft betritt oder ähnliches, in dem Moment ist der Vertrag schon angebahnt. Und ähnliche geschäftliche Kontakte ist als Auffangfallgruppe gedacht. Falls etwas genauso intensiv ist wie die Aufnahme von Verhandlungen oder die Anbahnung, ist das hier auch hinreichend. Die Idee ist, dass man sagt, der Vertrag schafft eine Vertrauenssituation, ich vertraue meinem Vertragspartner und Verhandlungen oder ähnliche Sachen müssen eine vergleichbare Vertrauenssituation schaffen. Wenn Sie einfach nur die Straße lang gehen, haben Sie niemanden, dem Sie vertrauen können. Wenn Sie in einem Laden drin sind, vertrauen Sie dem Ladeninhaber. Wenn Sie in eine Disco gehen, vertrauen Sie dem Discobetreiber. Wenn Sie in ein Restaurant gehen, vertrauen Sie dem Gastwirt. Die Idee ist, sobald Sie in eine Gefahrensphäre reingehen, vertrauen Sie dem, der Sie beherrscht. Und die These ist, wenn das Vertrauen genauso stark ist wie bei einem Vertrag, müssen Sie auch wie bei einem Vertrag geschützt werden. Einfacher Test. Ja, und wie gesagt, Dritte haften entweder nach 311 Absatz 3 Satz 1, der aber praktisch keine Klausurrelevanz hat, oder man hat Ansprüche gegen Dritte nach den Regeln eines Schuldverhältnisses mit Schutzwirkung für Dritte. Das hat diese fünf Voraussetzungen: Schuldverhältnis, Leistungsnähe, Gläubigernähe, Erkennbarkeit und Schutzbedürftigkeit, das heißt keine eigenen vertraglichen Ansprüche. Das ist alles, was Sie jemals unter dem Punkt Schuldverhältnis diskutieren müssen. Sie müssen also in einer Klausur nur erkennen, was ist es für ein Schuldverhältnis und liegen die Voraussetzungen vor. Mehr muss an diesem Punkt nicht diskutiert werden. Das kann man recht kurz fassen. Die zweite Voraussetzung ist eine Pflichtverletzung. Pflichtverletzung kann man definieren als jedes objektiv nicht dem Pflichtenkreis entsprechende Verhalten des Schuldners. Bitte diese Definition auf keinen Fall in der Klausur schreiben. Definitionen, die überhaupt nicht subsumptionsfähig sind, können Sie weglassen. Ja? Diese Definition bringt Sie in keinster Weise weiter, außer dass Sie irgendwie zeigen können, dass Sie das Lexikon auswendig lernen. Sie kriegen keine 18 Punkte dafür, dass Sie mir das Telefonbuch von Bonn auswendig aufschreiben. Wobei, ich könnte es mal testen, Sie können statt der Klausur das Telefonbuch auswendig aufsagen, kriegen Sie auch 18 Punkte. Mal gucken, wer das macht. So. Das ist ein Deal, ne? Wichtig für die Pflichtverletzung ist was ganz anderes. Eine Pflichtverletzung setzt, wie der Name schon sagt, eine Pflicht voraus. Das heißt, es geht in der Klausur vor allen Dingen darum, dass Sie sagen, welche Pflicht ist denn verletzt worden? Und dazu wird von Ihnen erwartet, dass Sie erkennen, erstmal geht es um eine Leistungspflicht oder um eine Rücksichtnahmepflicht.
Sie erinnern sich düster, Leistungspflichten sind alle Pflichten, die ich einklagen kann. Zum Beispiel Kaufpreiszahlung, zum Beispiel Übergabe und Übereignung einer Sache. Ja? Rücksichtnahmepflichten sind die, die ich nicht einklagen kann. Zum Beispiel beleidige mich nicht, spuck mich nicht an, zerstöre meine Sachen nicht. Das kann ich nicht einklagen, weil ich das gar nicht konkretisieren kann. Das ist eine umfassende, abstrakte Rücksichtnahmepflicht. Und wir haben auch schon gehört, es gibt noch eine dritte Kategorie, das sind Obliegenheiten. Obliegenheiten zum Beispiel, dass ich die angebotene Leistung annehme. Wir haben gesehen, es gibt den Annahmeverzug, aber ich habe keine Pflicht, die Leistung anzunehmen grundsätzlich. Was anderes gilt im Kaufrecht, weil da uns 433 Absatz 2 sagt, der Käufer muss die Sache annehmen. Wenn Sie aber eine Wohnung mieten, sagen wir in Berlin, und da nie hinfahren, dann sind Sie trotzdem Mieter und es ist keine Pflicht, vielleicht, dass Sie nicht einziehen. Sie haben keine Pflicht, in eine gemietete Wohnung einzuziehen. Sie müssen nur die Miete zahlen. Einziehen müssen Sie nicht. Oder wenn ich Ihnen, weiß ich nicht, ein tolles Buch schenke, dann müssen Sie dieses Geschenk nicht annehmen. Selbst wenn der Schenkungsvertrag wirksam ist, können Sie sagen, nö, nehme ich nicht. Da gibt es keine einklagbare Pflicht, mir endlich dieses blöde Buch abzunehmen. Das heißt, Obliegenheiten begründen keine Pflichten. Anderes Beispiel hatten wir auch schon beim Mitverschulden. Sie haben keine Pflicht, einen Fahrradhelm aufzusetzen. Wenn Sie Fahrrad fahren ohne Fahrradhelm, kann Sie keiner verklagen. Sie müssen kein Bußgeld zahlen. Wenn Sie aber dann einen Unfall bauen, dann könnte man auf die Idee kommen, Ihnen vorzuwerfen, jeder vernünftige Mensch würde sich selber schützen. Also, du hast nicht den Schutz berücksichtigt, den ein normaler Mensch machen würde. Also bist du wegen Mitverschuldens nicht zum vollen Schadensersatz berechtigt. Es werden Ihre Rechte beschnitten, obwohl Sie keine Pflicht haben. Das heißt für unseren 280, Sie müssen feststellen, Rücksichtnahmepflicht oder Leistungspflicht, wenn es nur eine Obliegenheit wäre, kein 280, würde die Prüfung enden. Das bringt uns zu der Frage, wie verletze ich denn eine Pflicht? Leistungspflichten verletze ich auf drei Arten. Erste Art, eine Leistungspflicht ist verletzt, wenn ich zwar versuche zu erfüllen, aber das, was ich ausgesucht habe, schlecht ist. Ich verkaufe Ihnen eine Flasche Cola Zero für einen Euro und gebe Ihnen eine Flasche Cola Zero, die halb gefüllt ist mit Rattenexkrementen. Ja, also hier, das Schwarze, ist halbe Höhe Rattenexkremente. Dann ist diese Flasche Cola Zero schlecht. Wenn Sie die angenommen haben, weil Sie gedacht haben, das ist halt Cola, die ist schwarz, sagt uns 280, können Sie trotzdem Schadensersatz kriegen. Wenn Sie die trinken und an den Rattenexkrementen Erstickungsanfälle kriegen, kriegen Sie von mir die Krankenhauskosten. Das sagt 280 in Bezug auf die Leistungspflicht, eine trinkbare Flasche Cola zu verschaffen. Die zweite Variante ist viel einfacher noch. Ich gebe Ihnen die Colaflasche einfach gar nicht. Wenn ich Ihnen die Colaflasche nicht gebe, passiert Folgendes. Ich bin im Verzug und Sie können mich auf Leistung verklagen. Nichterfüllung meint nicht nur 362, es meint auch alle anderen Sachen, die wir schon hatten. Das heißt, wenn Sie aufgerechnet haben, wenn Sie eine Sache an anderer Stelle angenommen haben, das heißt Annahme an Erfüllung statt, oder wenn Sie mir die Forderung erlassen haben, dann hafte ich nicht. Also alles, was zum Untergang der Leistungspflicht führt, sorgt dafür, dass ich nicht wegen Nichterfüllung Pflichten verletze. Wichtig, der Annahmeverzug hindert nicht, dass eine Pflichtverletzung vorliegt. Der Annahmeverzug sorgt nicht dafür, dass keine Pflichtverletzung vorliegt. Wenn Sie es nicht annehmen, verletze immer noch ich meine Pflicht, Ihnen die Sache zu geben. Aber wenn Sie im Annahmeverzug sind, dann habe ich nicht zu vertreten, dass Sie die Sache nicht bekommen, weil das Ihre Schuld ist. Das ist nicht meine Schuld, sondern Ihre. Das heißt, ich habe zwar eine Pflicht verletzt, aber Sie sind schuld. Pflichtverletzung, Schuld.
Ja? Ich habe Ihnen gesagt, alles, was zum Untergang der Leistungspflicht führt, führt dazu, dass die Nichtleistung keine Pflichtleistung mehr ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Auch die Unmöglichkeit nach 275 Absatz 1 oder die Unzumutbarkeit nach 275 Absatz 2 und Absatz 3 führen dazu, dass kein Anspruch mehr besteht. Man kann es auch so sagen, wenn jemand nicht erfüllen kann, dann muss er auch nicht erfüllen. Wenn er nicht erfüllen muss, gibt es auch keine Pflicht. Und wenn es keine Pflicht gibt, kann man auch keine Pflicht mehr verletzen. Ja? Wenn es keine Pflicht gibt, kann ich auch keine Pflicht verletzen. Und das bedeutet für Sie in der Klausur, was 95% nicht verstehen, die gehen nämlich jetzt schon, was 95% nicht verstehen, wenn das so ist, dass Sie nicht mehr leisten müssen, dann können Sie nicht sagen, dass die Nichterfüllung eine Pflichtverletzung ist. Damit scheidet 323 Absatz 1 beim Rücktritt aus und 281 beim Schadensersatz. Sie müssen nichts tun, was Sie nicht können. Ja? Wenn Sie es nicht können, müssen Sie es nicht und haben keine Pflicht verletzt, wenn Sie es nicht machen. Bei den Rücksichtnahmepflichten, haben wir schon darüber gesprochen, gilt, alles geht, nichts muss. Da steht nämlich drin, kann verpflichten, ja. Nicht das 281, sondern ich habe gesagt, es ist kein Fall der Nichterfüllung. Da schließe ich in 280 ein. Ja. Bei 283, den gibt es genau deshalb, weil eben 281 nicht passt. 281, wenn Sie mal lesen, sagt, es geht um hat nicht erfüllt oder nicht wie geschuldet erfüllt. Das erfasst 281. Damit es überhaupt einen Anspruch geben kann, muss es den 283 geben, damit das auch sozusagen als Pflichtverletzung gilt. Wenn es den 283 nicht geben würde, wäre das Ganze okay. Dann würden beide Parteien rauskommen. Der 283 fingiert eine Pflichtverletzung, damit man überhaupt einen Schadensanspruch hinkriegt. Wenn es den nicht gäbe, hätte man Pech gehabt. Ja, 241.2. Welche Rücksichtnahmepflichten geschuldet sind, hängt vom Einzelfall ab. Wir haben gesehen, wenn Sie was im Fachhandel kaufen, dann können Sie gute Beratung erwarten. Wenn Sie was auf dem Trödelmarkt kaufen, können Sie keine gute Beratung erwarten. Wenn Sie viel Geld ausgeben, können Sie besseren Service erwarten, als wenn Sie wenig Geld ausgeben. Das heißt, bei Rücksichtnahmepflichten müssen Sie immer auf den Einzelfall gucken und überlegen, was ist denn hier angemessen und was wäre zu viel. Das ist dann Ihre Entscheidung, das müssen Sie also je nach Fall entscheiden. Gut, auch die Pflichtverletzung bereitet uns keine besonderen Schwierigkeiten. Und dann kommt dieses Merkmal, wo ich Ihnen eben gesagt habe, keine besonderen Voraussetzungen nach 280 Absatz 2 oder Absatz 3 erforderlich. Um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal angucken, was sind denn diese Voraussetzungen, die da zu prüfen sind. 280 Absatz 3 sagt, wir brauchen die Voraussetzungen nach 281, 82 oder 83. 281 entspricht dem 323, den wir schon hatten, und sagt, wenn jemand nicht leistet, obwohl er leisten muss, oder schlecht leistet, obwohl er gut leisten müsste, dann muss er Schadensersatz statt der Leistung nur dann zahlen, wenn ihm noch eine zweite Chance gegeben worden ist. Man muss ihm nochmal sagen, hör mal, das war nichts, versuch's nochmal. Das sagt 281. Genauso wie unser 323, der auch sagt, ich muss eine Frist setzen, innerhalb derer die Sache nochmal neu versucht wird. 282 entspricht dem 324. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie der Anstreicher anspuckt und vergewaltigt und zusammenschlägt, dann dürfen Sie vom Vertrag zurücktreten. Sie dürfen aber auch Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Und last but not least gibt es noch die Unmöglichkeit,
Wenn der nicht leisten kann, dann haben wir eben gesehen, ist die Nichtleistung keine Pflichtverletzung. Denn er muss ja nicht leisten. Deshalb gibt es 283, der sagt, obwohl es keine Pflicht mehr zur Leistung gibt, haftet er trotzdem auf Schaden statt der Leistung. Das ist eine Fiktion, damit man nicht besser dadurch steht, dass man die Sache kaputt gemacht hat, als wenn man einfach keine Lust hatte. 280 Absatz 2 sagt dagegen, es geht um Schadensersatz wegen Verzögerung. Wegen Verzögerung heißt einfach, der Grund dafür ist, dass zu spät geleistet worden ist. Der Schaden ist gerade dadurch entstanden, dass noch nicht geleistet worden ist. Ja, also es geht um den Schaden, der in der Zeit zwischen dem vereinbarten Termin und dem tatsächlichen Erfüllungsdatum entsteht. Der laufende Schaden. So, wenn wir uns diesen 286 angucken, dann müssen Sie zwei Varianten unterscheiden. Wenn der Schuldner nie erfüllen konnte, haben wir eben gesehen, verletzt er auch keine Pflicht, wenn er nicht erfüllt. Damit gibt es auch keinen Schadensersatz wegen Verzögerung. Wenn ich Ihnen eine Reise zum Sirius verspreche, dann können Sie nicht sagen, und dieses Jahr hat es immer noch nicht geklappt, und dieses Jahr hat es immer noch nicht geklappt, und das jedes Jahr, sondern es ging nie und es wird auch nie gehen. Also gibt es keinen Schadensersatz wegen Verzögerung, sondern nur Schadensersatz statt der Leistung. Wenn ich Ihnen verspreche, ich verkaufe Ihnen dieses Buch und danach zünde ich es an, ist es in dem Moment unmöglich geworden. Sie können dann nicht, nachdem ich es verbrannt habe, sagen, wo bleibt denn mein Buch, weil das macht überhaupt keinen Sinn, das Buch ist ja weg. Ja? Das heißt, es gibt keinen Verzögerungsschaden mehr ab dem Moment, wo das Buch verbrannt ist. Das sehen Sie hier auch im linken Faden. Wenn der Schuldner irgendwann mal leisten konnte, muss er Schadensersatz wegen Verzögerung leisten, bis zu dem Moment, wo er entweder die Sache übergibt, seine Pflicht erfüllt, oder die Pflichterfüllung unmöglich wird, oder Sie die Nase voll haben und sagen, ich nehme die Leistung nicht mehr an, sondern nehme stattdessen Schadensersatz. Solange das alles nicht passiert ist, müssen Sie den Verzögerungsschaden ersetzen. Typische Fälle des Verzögerungsschadens sind zum Beispiel die Miete eines Ersatzfahrzeuges oder entgangene Gewinne, weil Sie einen Gegenstand nicht nutzen können. Das heißt, hier geht es immer um Zeiträume von bis. Schadensersatz wegen Verzögerung setzt immer voraus, dass es irgendwo ein potenzielles Ende gibt. Wenn es kein Ende mehr geben kann, gibt es auch keinen Verzögerungsschaden. Schadensersatz statt der Leistung ist demgegenüber was anderes. Da kommt es darauf an, ob der Schuldner nicht leistet, weil er keine Lust hat, weil er zu faul ist, weil es ihm zu viel Arbeit ist, oder weil er es nicht kann. Wenn er es nicht kann, kommt es darauf an, konnte er es denn jemals irgendwann mal oder konnte er es noch nie. Wenn er es noch nie konnte, greift 311a Absatz 2 BGB. Wenn wir uns den mal angucken, dann sagt der Ihnen, wenn Sie einen Vertrag haben, der auf eine Pflicht gerichtet ist, die entweder unmöglich ist oder unzumutbar, können Sie Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Und dann gucken Sie sich Satz 2 an. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hatte. Das Gesetz will Ihnen also sagen, nur dann, wenn Sie gar nicht wussten, dass Sie es nicht können und auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht herausfinden konnten, nur dann werden Sie von Ihrer Schadensersatzpflicht befreit. Man kann die Norm auch auf Deutsch formulieren, dann würde sie bedeuten, verspreche nicht, was du nicht halten kannst. Wenn Sie etwas versprechen, was Sie nicht halten können, haften Sie nach 311a Absatz 2 auf Schadensersatz. Ja? Das sagt 311a Absatz 2. Demgegenüber sagt 280.1 3283, es gab im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Möglichkeit zu erfüllen. Aber kurz danach ist sie weggefallen. Dann wird gesagt, kann man ihnen nicht vorwerfen, zu viel versprochen zu haben, weil damals konnten sie ja erfüllen.
Man wirft ihnen stattdessen vor, dass sie ihr Versprechen nicht gehalten haben, und das Versprechen haben sie deshalb nicht gehalten, weil es später unmöglich geworden ist. Wichtig, Schaden statt der Leistung bedeutet, ganz einfach gesagt, wir tauschen das, was als Leistung geschuldet wird, gegen Geld. Normalerweise müssten sie eine Sache liefern, jetzt zahlen sie Geld. Sie werden in den Arbeitsgemeinschaften komische Dinge hören, sowas wie Schaden statt der Leistung ist immer dann, wenn man die Leistung nicht mehr haben will. Das stimmt so nicht. Schaden statt der Leistung bedeutet ganz trivial, Sie holen sich den Unterschied zwischen dem, was Sie bekommen haben und dem, was Sie erwartet haben, in Geld. Wollten Sie ein Auto mit 4 vollgepumpten Reifen und ist ein Reifen platt, ist der Schaden statt der Leistung das Aufpumpen des einen Reifens. Die Kosten, die das Pumpen des einen Reifens verursacht. Nicht das Auto zurückgeben, hat damit nichts zu tun. Sondern das Aufpumpen des Reifens ist Schaden statt der Leistung, denn die Leistung war Auto mit 4 aufgepumpten Reifen, bekommen Auto mit 3 aufgepumpten Reifen, Differenz, ein Reifen aufpumpen. Letzter Punkt, 280.1 pur, ohne Absatz 2 und Absatz 3. Was erfasst das für Fälle? Das erfasst zunächst mal den Fall, dass irgendwelche anderen Rechtsgüter betroffen sind. Hier kommt nicht nur Geld in Betracht, sondern es kommt auch Naturalrestitution in Betracht. Typischer Fall, ich gebe Ihnen diese Cola mit den Rattenexkrementen, Sie trinken die und kommen ins Krankenhaus. Da sind die Krankenhauskosten ersetzbar. Alternativ kann ich Ihnen aber auch selber den Bauch aufschneiden und Sie heilen. Das können Sie alternativ haben. Das ist Naturalrestitution. Sie haben also ein Wahlrecht. Hier, statt der Leistung heißt immer Geld, neben der Leistung heißt auch Naturalrestitution. Das Ganze kennen wir schon vom Rücktritt, da haben wir gesehen, wenn man es nicht kann, geht es immer nach 326.5. Wenn man es mal konnte, geht es nach 323.1. So, weil dieser 280 Absatz 3 für viele Studenten verworren ist und schwierig ist, wollen wir uns den nochmal näher ansehen. Wie gesagt, da steht nur unter zusätzlichen Voraussetzungen. Und die zusätzlichen Voraussetzungen sind nach 281 Fristsetzung, nach 282 Unzumutbarkeit und nach 283 Unmöglichkeit. Die Rechtsfolge ist, dass Ihr Anspruch auf die Leistung untergeht. Wir haben gesehen, der geht unter durch Erfüllung, Erlass, Annahme einer anderen Sache in Erfüllung statt. Und nach 281 Absatz 4 geht der Anspruch auf die Leistung auch unter, wenn Sie Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Wenn Sie sagen, ich will statt der Leistung, die du eigentlich schuldest, Geld haben, dann können Sie die Leistung nicht fordern. Entweder Geld oder Leistung, nicht beide. Geld oder Leistung. Letzter Punkt, habe ich Ihnen schon gesagt, Naturalrestitution geht bei Schaden statt der Leistung nicht. Das geht nur bei 280.1 pur oder 280.2. Ich habe Ihnen diesen tollen Fall hier aufgemalt, der ist künstlerisch wertvoll. Es gibt den Verkäufer V und den Käufer K. Käufer K kauft bei Verkäufer V diesen Laptop für 500 Euro und der Laptop wird 5 Tage zu spät geliefert. Und unser V hat jetzt folgendes Problem. Er hat einen Verdienstausfall. Warum? Weil er möglicherweise Informatiker ist und das Ding zum Programmieren brauchte und damit nicht arbeiten konnte für 5 Tage. Möglicherweise hat er das Problem aber auch gelöst, indem er ein Ersatzgerät gemietet hat, genau für die 5 Tage. Für die 5 Tage, wo das gekaufte Gerät nicht da war, hat er ein Ersatzgerät gemietet. Aber warum mieten, wenn man kaufen kann? Er könnte ja auch sagen, wenn das nicht kommt, kaufe ich mir ein Ersatzgerät. Auch das wäre ein denkbarer Ausweg aus einer Situation. Er könnte außerdem sagen, meine Kunden, die meine Programme kaufen, haben mir selber Verluste gehabt und diese Verluste mache ich als Schadensersatz geltend.
Möglicherweise sagt er auch, hier mangels Laptop konnte ich meine Heimsteuerungsanlage nicht steuern und der Einbrecher dachte, ich wäre nicht in meiner Wohnung und hat meine ganzen Sachen geklaut. Und last but not least kann er, wenn er zurückgetreten ist, sagen, ich brauche jetzt noch weitere 10 Tage, um ein Ersatzgerät zu finden. All diese Punkte könnte der K geltend machen. In der Klausur müssten sich also schon im Obersatz fragen, prüfen Sie eine Antwort aus 280.1, aus 280.1, 2,286 oder 280.1,3,281. Sie müssen, egal was Sie im Obersatz schreiben, aber unter dem Punkt Pflichtverletzung oder als Punkt 3 diskutieren, brauche ich weitere Voraussetzungen. Wenn Sie 280.1 prüfen, müssen Sie prüfen, warum Sie keine weiteren Voraussetzungen brauchen. Wenn Sie 280.3, 281 prüfen, müssen Sie prüfen, warum Sie weitere Voraussetzungen brauchen. Also entweder warum nicht oder warum. Und im Schaden müssen Sie noch abgrenzen, statt der Leistung, neben der Leistung. Was die Leistung ist, die da ersetzt werden soll, steht in 241 Absatz 1. Da steht nämlich drin, Leistung ist das, was Sie verlangen können. Leistung ist das, was Sie fordern können. Sie müssen sich also in der Klausur fragen, was konnte er mal fordern? Was ist der Leistungsgegenstand? Im Kaufvertrag Übergabe und Übereignung der Kaufsache. Im Werkvertrag Erstellung des Werkes. Im Dienstvertrag Erbringung der Dienste. Das ist die Leistung. Das Ganze können wir konkretisieren, indem wir uns nämlich fragen, welche Verluste wären nicht eingetreten, wenn die Leistung erfüllt worden wäre. Also, was wäre sozusagen die Vermögenslage, wenn die Leistung wie geschuldet erbracht worden wäre? Oder wir können es noch einfacher sagen, was passiert, wenn ich sowohl den Schadensersatz zahle, als auch die Leistung kriege? Also Schaden plus Leistung. Wie stehe ich dann da? Was meine ich damit? Gucken wir uns das mal an. Dieser Mensch kriegt seinen Laptop nicht. Sie erinnern sich düster, habe ich Ihnen gesagt. Und jetzt will er Schadensersatz haben. Und zwar die Kosten für einen Zweitlaptop. Dann würde Folgendes passieren. Er würde hier Geld bekommen, könnte sich das Geld einen Laptop kaufen. Hier hätte er aber immer auch den Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Laptops. Das heißt, er hätte am Ende 2 Laptops. Einen als Schadensersatz und einen als Erfüllung. Das darf nicht sein. Er bekommt stattdessen nur die Schäden, die von der Leistung nicht beeinflusst werden. Das heißt, wenn er 2 Laptops hätte, ist das kein faires Geschäft. Das heißt, hier, wenn er einen 2. Laptop kriegen würde, wäre es Schadensersatz statt der Leistung. Er hätte dann nämlich den Erfüllungsanspruch plus den Laptop. Dass das nicht gehen kann, steht in 81.4, entweder Laptop oder Schadensersatz statt dem Laptop. Um Ihnen das noch ganz anschaulich zu machen, habe ich diesen tollen Zeitstrahl aufgemalt. Sehen Sie, das ist ein Zeitstrahl. Ja. Sie haben einen Schaden. Dieser Schaden kann bestehen zum Beispiel darin, dass Sie Einnahmeausfälle haben. Dieser Schaden entsteht irgendwann, allerdings kann auch nach dem Eintritt des Schadens immer noch erfüllt werden. Das BGB sagt, wenn Ihnen ein Laptop am 2. Januar geliefert werden soll, erlischt der Anspruch nicht durch Zeitablauf. Sie können immer noch am 31. Dezember den Laptop verlangen, auch wenn er am 1. Januar geliefert werden sollte. Einverstanden? Der Anspruch geht nicht durch Zeitablauf unter. Jetzt könnte es passieren, wenn Sie hier schon Geld für ein Ersatzgerät kriegen und der Anspruch weiter bestehen würde, dass Sie am Ende 2 Laptops haben. Deshalb darf es nicht passieren, dass die Leistung ersetzt wird. Das Problem kann dann nicht mehr auftreten, das sehen Sie hier, wenn Sie zurückgetreten sind. Denn in dem Moment, wo Sie zurückgetreten sind, gibt es keinen Anspruch mehr. Erinnern Sie sich düster, 346.1.
Wenn Sie den Rücktritt erklären, erlischt Ihr Anspruch. Wenn der Schaden also danach eintreten würde, hätten wir kein Problem, weil dann keine Ordnungsgemäßerfüllung mehr möglich ist. Das heißt, dann gibt es keine Konkurrenz mehr. Die würden nicht zwei Laptops kriegen, die würden nur Schadensersatz kriegen. Die Problematik tritt allerdings immer dann auf, wenn dieser Punkt vorverlagert ist. Es geht also genau um diese Frage, ist das vorher entstanden oder nachher entstanden? Wenn der Schaden vorher entstanden ist, ist es statt der Leistung. Wenn es hinterher entstanden ist, ist es neben der Leistung. Wir haben auch schon gesprochen über absolute Fixgeschäfte. Sie erinnern sich düster das absolute Fixgeschäft. Was war das nochmal? Absolutes Fixgeschäft. Ja. Ja, beim absoluten Fixgeschäft ist die Leistung nicht nachholbar. Das bedeutet, wenn die Leistung nach diesem Zeitpunkt erfolgt, will der Gläubiger sie gar nicht mehr haben. Das heißt, da gibt es nie ein Konkurrenzverhältnis. Wenn die Leistung zu spät erfolgt, gibt es nur noch Schadensersatz. Es gibt keine Leistung mehr. Beim normalen Fall müssen Sie dagegen abwarten, bis zu dem Zeitpunkt, wo Rücktritt erklärt worden ist oder Schadensersatz der Leistung verlangt worden ist. Alles, was vorher ist, gibt es nicht. So, das war jetzt sehr verworren. Gucken wir uns einen einfachen Beispielfall an. Letzter Fall für heute, dann haben wir auch Feierabend. Der U ist Bauunternehmer. Der B ist Besteller. Und der U soll ein Gebäude für den B planen und bekommt dafür 10.000 Euro. Der plant auch, nur dummerweise hat er sich verrechnet und das Gebäude kippt langsam um, so wie der schiefe Turm von Pisa. Also kippt es leicht nach links. Und jetzt sagt der B, ich hätte gerne von dir, lieber U, die Kosten von Abriss und Neubau, das sind 350.000 Euro. Der B sagt nämlich, mein Haus kippt, das nützt mir nichts, ich baue ein stabiles Haus. Der U sagt daraufhin, Moment, ich plane dir das richtig, jetzt hast du einen vernünftigen Plan und jetzt bekommst du keinen Schadensersatz mehr. Die Frage, die sich hier stellen müssen, ist, muss der U Schadensersatz leisten, wenn er anbietet, das Haus vernünftig zu planen? Und nochmal, der U schuldete nur die Planung. Er schuldete nicht den Bau des Hauses. Er musste das Haus planen. Dass diese Pläne umgesetzt worden sind, war die Sache des B. Und das Haus stand, wie gesagt, schräg. Und der B sagt, ich will kein schräges Haus, ich will es abgerissen haben und nochmal neu gemacht. Und dafür soll U, der schuld ist, weil er schlecht geplant hat, mir Geld bezahlen. Was meinen Sie? Ist das jetzt ein Fall von 280 Absatz 1? Oder ein Fall von 280 Absatz 3 BGB. Ja? Ja? Ja, in der Tat, hier liegt ein Fall von 280 Absatz 1 vor, weil der Schaden ist ja schon eingetreten. Zwar kann der U immer noch erfüllen, wenn der U planen will, kann er immer noch einen neuen Plan machen, aber der neue Plan ändert nichts mehr daran, dass diese schräge Ruine ja schon steht. Also die Neuplanung verhindert den Schaden nicht mehr. Da sie den Schaden nicht mehr verhindert, hat das automatisch zur Folge, dass die Voraussetzungen des Absatzes 3 keinen Sinn mehr machen. Denn Absatz 3 in Verbindung mit 281 würde heißen, der U muss nochmal die Chance erhalten, neu zu planen. Und wenn er in der Frist das richtig macht, muss er keinen Schadensersatz leisten. Das passt hier aber nicht, weil der Schaden schon eingetreten ist. Das heißt, es handelt sich um Schadensersatz neben der Leistung und es geht unmittelbar nach 280 Absatz 1 BGB. So.
Wir werden das morgen noch an vielen weiteren Fällen durchprobieren, bis Sie das hoffentlich verstanden haben. Vielen Dank.